Es ist schon sehr spannend, wenn man hier in diesem Produktionsbereich unterwegs ist. Wir haben eine sehr große Produktvarianz mit vielen manuellen Arbeitsschritten. Ich selbst habe nach meiner Ausbildung 6 Monate im Produktionsbereich gearbeitet und habe gemerkt, wie anstrengend dieser Beruf auf Dauer ist. Unsere Arbeit hat sich hier im Gerätewerk Erlangen in den letzten Jahren deutlich geändert. Die Cobots entlasten unsere Mitarbeiter. So können sich meine Kollegen weiteren Tätigkeiten im Produktionsumfeld widmen. Als wir 2016 das erste Mal die Automatisierung des Werks diskutierten, da kannten wir nur die klassischen Industrieroboter. Diese sind aber in so einer Produktion, wenn nur um niedrigen bis mittleren Stückzahlen, nicht wirtschaftlich einsetzbar. Die UR-Cobots dagegen schon, denn sie sind kompakt, vielseitig und von jedem leicht zu bedienen. Da wir die zusätzliche Software und Hardware von Siemens nutzen, können wir damit alles alleine umsetzen. Grundlage dabei ist immer ein digitaler Zwilling, das heißt eine exakte Abbildung der späteren Anlage in der virtuellen Welt. Das vereinfacht die Kommunikation und wir machen weniger Fehler in der Planung. Natürlich gab es am Anfang Vorbehalte und vor allem die Angst vor Arbeitsplatzverlusten durch die Automatisierung. Doch das Gegenteil war der Fall. Wir konnten sichere und hochwertigere Arbeitsplätze schaffen. Vor allem die Entlastung in Verbindung mit den höherwertigen Tätigkeiten führte zu einem deutlichen Motivationsschub der gesamten Belegschaft, was wiederum die Produktivität erhöhte. Mittlerweile sind wir bei über 70 Roboter angekommen, die verschiedenste Tätigkeiten ausführen. Das geht von Verschrauben von Baugruppen, Komponenten, Auftrag von Kleber auf unseren Produkten, Montage von verschiedenen Bauteilen. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir hier in Erlangen die Vorreiterrolle in dem Thema Leichtbaurobotik übernommen haben. Dieses Wissen teilen und scheren wir natürlich mit unseren Siemens-Standorten, dass diese dann von unserem Wissen auch profitieren können. Als Innovationstreiber wollen wir nicht einfach nur neue Technologien benutzen. Wir wollen sie richtig einsetzen, um damit die Arbeitswelt unserer Mitarbeiter nachhaltig zu verbessern. Mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit und die Weitsicht nach den neuen Methoden, künstlicher Intelligenz, neue Programmierideen, können wir die Zukunft von morgen gestalten.